Liebe Zuschauer, schön, dass Sie München TV eingeschaltet haben. Ja, mein heutiger Gast, Sie kennen ihn sicherlich. Es ist der langjährige, ehemalige stellvertretende Ministerpräsident von Bayern, Hans Zehetmeyer. Und Herr Professor Zehetmeyer, ich habe mal so ein bisschen nachgegoogelt in Ihrer Vita. Da steht drin Johann Baptist. Das haben Sie ja so im Laufe der Jahre dann weggelassen. Ja, in Bayern ist es nicht üblich, dass man Johann sagt, höchstens als Diener Johann, und das ist mal als Minister sowieso, sondern eben Hans. Ich habe später mir manchmal gedacht, als ich gelesen habe, Johannes B. Kerner oder so, das könntest du dir auch leisten. Aber ich blieb dann, da musst du so viele Adressen ändern. Bei der ersten Wahl, zu der ich anstand, hat das Prüfungsamt das zurückgegeben und gesagt, Hans Zehetmeyer gibt es nicht, nur Johann Zehetmeyer. Aber innerlich sind Sie schon auch Johann, oder? Ja, eher Johannes. Johannes, ja, ja. Ein kirchlicher Name. Als ein Humanist natürlich. Ja, genau, genau. Bleiben wir doch mal bei Ihrer wirklich beeindruckenden Vita. Sie haben gestartet, Sie kommen aus dem Landkreis Erding. Und wir sind ja beide, kann man ja sagen, im gleichen Krankenhaus geboren. Und da sieht man, was aus dem Krankenhaus kommen kann. Genau. Jetzt, Sie haben dann begonnen als Lehrer. Sie haben so den Lehrerberuf ergriffen. Ich wurde Gymnasiallehrer, ja, habe Latein, Griechisch und Deutsch studiert. Ursprünglich wollte ich Juristerei machen. Das war mir dann zu langweilig. Die Juristen mögen mir es verzeihen. Und dann habe ich mich der Wissenschaft stärker gewidmet. Und so bin ich dann 10 Jahre im Gymnasialdienst gewesen. Und zwar in Freising? In Freising am Domgymnasium. Domgymnasium gibt es ja immer noch, gell? Oh ja, wenn ich dort war, muss es ja noch gehen. Jetzt unser Thema heute, schlage ich mal vor, das Thema, dass wir mal sagen, wie hat sich denn die Politik, Sie sind 2014, sind Sie aus dem täglichen politischen Leben herausgekommen, wie hat sich denn die Politik seit dieser Zeit aus Ihrer Sicht verändert? Also in Summa ist die Politik noch hektischer geworden. Und diese Verbindung zwischen Politik und Medien hat sich gegenseitig noch stärker hochgeschaukelt. Das bedingt auch durch die Entwicklung im medialen Bereich. Social Media, Twittern, Surfen, SMS etc. Das ist alles ein wertvolles Medium, das aber eine disziplinierte Handhabung verlangt, Medium, ein Mittel sein muss und nicht ein Dominanz, ein beherrschendes Ding. Und ich muss deutlich sagen, dass sehr klar das Tempo vor der Genauigkeit heute steht. Jeder will der Erste sein mit News und Bad News are Good News. Und daraus ergibt sich auch meine Sorge, dass die Medien sich dessen bewusst werden müssen, welche wichtige Position sie heute haben, mehr denn je. Montesquieu hat immer gesagt, der klassische demokratische Staat bucht auf 3 Säulen, die Legislative, die Exekutive und die Judikative. Also die ausführende Gewalt, die Regierung, das Parlament oder der Stadtrat, wer immer, und das Rechtsgerichtswesen. Heute ist ganz sicherlich eine 4. ganz wesentliche Säule dazugekommen, das sind die Medien. Und dessen müssen Sie sich bei aller Wirtschaftsorientierung stärker denn je bewusst sein, weil Sie im Grunde im Gegensatz zu der überwältigenden Zahl der Menschen in unserer Welt, die keine demokratische, freiheitliche Möglichkeit haben, sprich keine Medien fabrizieren oder gar lesen dürfen, sondern dass Sie hier und nur hier in der Demokratie diese Möglichkeit haben. Und wie da die Grenzlinien verlaufen, sehen wir auch bei uns, Türkei, Russland und einiges mehr. Sodass ich sagen muss, Deutschland hat eine freiheitliche Demokratie, aber sie darf nicht zu zerbrechlich sein. Sie muss also den Mut beinhalten, von allen Trägern dieser Demokratie zu getragen werden, weil sie sonst einbricht. Demokratie ist die größte freiheitliche Errungenschaft, aber auch die zerbrechlichste.
Jetzt sprechen Sie ja auch die digitalen Medien an. Und wir haben ja hier jetzt auch, würde ich mal sagen, so einen Wettbewerb in den digitalen Medien. Also wenn man sich mal anschaut, was der derzeitige amerikanische Präsident in den Medien alles verbreitet, wo eben die Genauigkeit vielleicht hier und da nicht mehr stimmt. Die Menschen, er baut sich eine große Truppe auf von Menschen, die dem Ganzen folgen und macht damit immer mehr im Grunde Klicks auf seiner Website. Die Leute glauben das, was er sagt. Das ist ja auch, sagen wir mal, für eine Demokratie gefährlich. Weil wenn es nicht stimmt, dann gibt es eben einfach bei den Menschen Fehlinformationen und die leben nach diesen Fehlinformationen. Ich stimme Ihnen da völlig zu. Es gibt einen alten weisen Spruch, der heißt, was immer du tust, tu es mit Bedacht und denk an das Ende. Und das vermisse ich bei Herrn Trump. Zu sehen, was das im Finalen bedeutet, nämlich gegen ihn selber schlagen wird und gegen das ein Mutterland der Demokratie, die Vereinigten Staaten von Amerika. Und so meine ich auch, wir müssen in Deutschland aufpassen, wie überhaupt in den demokratischen Gefilden. In der Medizin weiß man, man kann die Komplexität der Thematik und Problematik nicht mehr durchschauen. Also schaut man, welchem Arzt kann ich vertrauen. Und mutatis mutandis müssen wir uns wieder mehr dessen besinnen, wem die Menschen vertrauen wollen und können. Und das ist eine Botschaftsaufgabe für die politischen Parteien, für die Entsendung von den Mandatsbewerberinnen und Bewerbern. Das heißt im Klartext, mir starten zu viele steil nach oben, die weder im Beruf noch in der politischen Kommunalpolitik einen Nachweis geliefert haben. Dadurch entsteht die Gefahr einer Parallelwelt der politischen Szenerie und des gewöhnlichen Volkes. Wobei letztlich das gewöhnliche Volk doch entscheidend sein muss, wenn wir Demokratie als Auftrag für die Kundgebung des Willens der Menschen verstehen. Und so glaube ich, dass sich die Parteien auch meine wieder noch stärker besinnen müssen, dass die Leute bottom-up von unten her sich bewähren. Das sage ich nicht, weil ich das auch gemacht habe, sondern weil das meine Erfahrung ist. Zuerst sollte einer einen ordentlichen Beruf haben, damit er nicht von der Politik ausschließlich abhängig ist. Lassen Sie uns mal zu den Parteien kommen. In Ihrer Zeit gab es zwei große Parteien. Es gab die FDP. Zwischenzeitlich haben wir 6, 7 Parteien heute vertreten im Bundestag. Was macht Ihnen denn bei dieser Entwicklung Sorge oder Angst? Also am meisten macht mir Sorge, dass im Grunde die Bevölkerung das alles nicht mehr durchschauen kann. Ich sprach von der Parallelwelt der politischen Landschaft. Das meine ich damit. Und ich denke, da viele auch eine Politikverdrossenheit kundtun, begründen sie sie damit, dass sie sagen, die machen alle das Gleiche an uns vorbei. Und das bringt dann eine neue Partei einen Schwung, obwohl sie noch nichts nachgewiesen hat, notabene, weil sie noch nichts nachweisen konnte und musste. Und die klassischen Parteien, ich nenne jetzt ganz bewusst als Unionsmensch die Sozialdemokraten. Sozialdemokraten sind eine historisch gewachsene Partei, wir brauchen sie. Ja. Aber sie muss in der Originalität wieder zurückfinden, dass sie im Ursprung auch Arbeiterpartei war. Bei all dem, was sich im Arbeitsprozess Gott sei Dank zugunsten der Arbeitseinsatzmöglichkeiten und Notwendigkeiten der Menschen geändert hat. Aber allein mit Soziologie, Politologie und so machen wir das nicht. Das ist nicht der Satz. Und so denke ich, ich verlasse mal die Partei und sage also auch die anderen, es wäre halt notwendig, ich habe mal formuliert, wer in ein höheres Amt auf Landes- oder Bundesebene will, muss einmal in den Kanaldeckel geschaut haben. Meint damit nur Wasser, Abwasser, Strukturmaßnahmen, Infrastruktur sind wesentliche Dinge, in denen sich jemand bewähren kann, dass er beim Volk bleibt und dass er weiß, wie sich seine Gesetzgebung und seine Hirnsprüche auswirken im praktischen Vollzug. Und das muss wieder mehr gefunden werden. Ich sage es noch einmal, im Bottom-up-Verfahren, nicht im Top-down-Verfahren. Jetzt, Herr Professor Zehrmann, was hat denn die SPD, ich meine, man kann da wirklich von einem Niedergang sprechen, was haben denn die verkehrt gemacht aus Ihrer Sicht? Fast alles. Zuerst einmal haben sie sich in vielen Bereichen verleugnet an ihrer Vergangenheit und ihrem Auftrag.
als sozialdemokratische Partei und haben den sozialistischen mit der gefährlichen Nachbarschaft zu dem ganzen linken Terrain zu sehr nachgegeben oder sich zu sehr damit vermählt. Zum Zweiten, die SPD in Deutschland hat einen unglaublichen Aderlass in den Persönlichkeitsstrukturen. Da erinnert man sich an einen von Wehner über Brandt, zu all den Persönlichkeiten, die Führungsqualität nachweislich gezeigt haben, Helmut Schmidt ganz besonders. Nun ist es in anderen nicht viel besser, aber doch deutlich. Wenn Sie derzeit die Szenerie beurteilen, dass also ein Wirrwarr von Quantitäten sich bewirbt um den neuen Vorsitz oder den dualen Vorsitz in der SPD Deutschlands. Da ist ja bis auf einen Namen keiner dabei, den ich kenne, geschweige denn die anderen kennen. Jetzt bin ich in dem Geschäft infiziert. Aber was ist mit den Menschen, denen das gar nichts sagt? Noch einmal, ich sagte, du suchst dir den Arzt, dem du vertraust, weil du die Szene seines Sachgebietes nicht beherrscht. Die Politik ist auch so komplex und so vernetzt geworden, national und international, dass du fragst, wem kann ich da glauben, wem kann ich das anvertrauen? Und deswegen ist umso wichtiger, dass die Personalfindung wieder qualifizierter gestaltet und geriert werden muss. Gehen wir mal rüber zur CDU. Frau Merkel, die unbestritten in ihrer Zeit Unglaubliches bewegt hat, hat jetzt den Vorsitz an Frau Kramp-Karrenbauer übergeben. Irgendwann wird Frau Merkel einfach aufhören in ihrer Position, vielleicht sogar ganz aus der Politik rausgehen. Macht Ihnen das Sorgen, was da mit der Partei passiert? Denn die Frau Kramp-Karrenbauer hat ja sicherlich nicht die Erfahrung, auch international. Das kann ja unser ganzes Land politisch wirklich total verändern. So kommt mir es in Gedanken auch oft. Und dann denke ich zurück, dass die Frau Merkel das unschuldige Mädchen von Helmut Kohl war. Und keiner meinte, dass sie sich zu den Höhen aufschwingen kann. Nun bin ich nicht ein Anhänger des Wortes, wenn Gott die Funktion gibt, dann gibt er auch den Verstand, sondern es muss jemand schon wachsen. Aber das Hineinwachsen traue ich der erprobten Politikerin, Mutter einer Familie und glaubwürdigen Frau, auch von leichterem Gewicht, zu, sodass ich glaube, dass man ihr die Chance geben soll. Ob es gut war, dass sie die Chance bekommt mit dem Verteidigungsministerium, fragen Sie mich da nicht, da bin ich fast unansprechbar. Habe ich das bei von der Leyen für falsch gehalten und hat es jetzt auch für falsch. Jetzt lassen Sie uns mal so ein bisschen in die wichtigen Blöcke kommen unseres Landes. Also Umwelt ist ja ein unglaubliches Thema. Also wir merken heute alle, dass die Umwelt, also wir können unsere Erde nicht irgendwie noch mehr belasten. Jetzt gibt es die Grünen. Die Grünen haben unglaubliche Zuwächse, auch hier übrigens in Bayern. Also die Zahl der Mitglieder hat sich verdoppelt in den letzten Jahren. Was machen denn die Grünen besonders gut, was vielleicht die anderen Parteien nicht so machen? Wobei sie es ja auch im Programm haben. Die Grünen haben dieses Thema so spezifiziert und so in die Mitte gestellt, dass in der jetzigen Welle der Menschen bei dem Bewusstsein, wir müssen mehr tun, wir müssen viel tun, wir müssen alles tun, der Anhang bei der originalen Partei in dieser Frage natürlich gegeben ist, zuallererst gegeben ist. Auf der anderen Seite, wir Deutsche neigen schon zu Extremen. Und wir müssen aufpassen, dass wir die Vernetzung einer gesunden Umwelt nicht vergessen mit den Menschen, mit dem, dass sie auch leben müssen und wie wir die Dinge ineinander kompatibel gestalten müssen und können. Und solange wir da Fronten haben, ist es umso schwieriger, das hinzukriegen. Und da will jeder man sieht es jetzt bei den Wahlen in den neuen Ländern, welche Rolle das spielt. Nehmen Sie das Beispiel Wolf her in Sachsen. Im Grunde ist man sehr zufrieden mit der Regierung gewesen, aber auf der anderen Seite gibt es welche, die sagen, der Wolf muss ausgebreitet werden und erhalten bleiben, andere sagen, der muss ab,
geschossen werden können. Und es wird sich herausstellen, dass die Menschen dafür sind, dass wer abgeschossen werden darf und die anderen wieder die pure Wahrheit. Das heißt, wenn und solange die Umweltpolitik in die Ideologie subsumiert wird, ist es ganz schwierig, echte Fortschritte zu erzielen. Wir müssen über die Parteien hinweg in der Gesellschaft sehen, ich sage jetzt mal als Christ, was eigentlich die Kirche nicht vergessen sollte, sondern propagieren sollte. Wir sind Geschöpfe des Schöpfers und haben Verantwortung für die Schöpfung. Dann sieht man die Dimension des Wertebewusstseins, das wir brauchen, um das nicht nur als Macherei zu sehen und die Abschussquoten zu berechnen, pro oder contra, sondern deutlich zu machen, dass wir Verantwortung haben für unsere Kinder, für die Enkelkinder und eben für die uns anvertraute Natur. Herr Professor Ziermaier, lassen Sie uns einfach mal zu einem anderen Thema kommen. Bildung, das ist ja Ihr Thema. Sie sind ein ehemaliger Bildungsminister. Sie haben viel bewegt, Sie haben viel in der Kunst, in der Kultur. Und wenn Sie durch München fahren, dann gibt es wirklich Stationen, wo Sie sagen, da steht im Grunde meine Handschrift dahinter, denke nur an die neue Pinakothek etc. Aber bleiben wir mal bei der Bildung erstmal. Wir sind ja auch in einem Bildungswettkampf weltweit. Also wenn ich bin sehr viel in Vietnam, wenn ich da drüben diese jungen studierenden Menschen sehe, wie die hungrig sind, wie die sagen, wir haben jetzt eine Chance, wir machen extra Stunden im Lernen, wir gehen am Samstag, am Sonntag in die Universitäten, die Professoren sind da, sie unterrichten uns, wir wollen einfach schnell viel, viel Wissen anhäufen, andenken, aufsaugen. Wie wichtig ist aus Ihrer Sicht die deutsche Bildung, dass wir im Bildungswettkampf mithalten können? Ich habe ähnlich wie Sie in der Zeit meiner Vorsitzenden Verantwortung in der Hans-Seidel-Stiftung weltweit kennengelernt, welche Bildungsgier und Neugier in China und so weiter vorhanden war und ist. Und ich habe mir oft gedacht, bei uns, wo alles kostenfrei ist in dem Bereich, ist es also oft als Last empfunden worden. Wir brauchen, und das ist unser höchstes Gut, das wir haben, auch das höchste Gut, das wir den Kindern und Enkelkindern vererben können in einer wetterwindischen Zeit. Wir brauchen Bildung, Bildung des Herzens und Bildung des Charakters. Das bedeutet, ich blicke zurück in die Jahre 80er und 90er Jahre, in denen ich unmittelbar Schulminister und Hochschulminister war. Was habe ich Kämpfe ausgetragen, Ideologie, Grabenkämpfe um die Form der Schule? Dort Einheitsschule, sprich Gesamtschule, bei uns gegliedertes Schulwesen. Als ich in den Landtag kam und Minister wurde, da hat man mir vorgeworfen, ich sei der ewig Gestrige, weil ich noch auf berufliche Bildung setze. Heute schreien sie nach Leuten, die in der beruflichen Bildung sich qualifiziert haben. Alles das, was sie in dem Bereich ideologisieren, schadet der jungen Generation unserem wertvollsten Gut, das wir haben. Und daher muss ich sagen, Bildung ist aktuell geblieben. Ich setze aber jetzt auch einen positiven Akzent. Seit PISA, zu dessen Ergebnis man stehen kann, wenn man will, wir waren die Besten, aber das Abfragen von Fakten ist das eine, Erziehung ist das andere, was dazukommen muss. Und was man nicht abfragen kann, da muss man Vorbild sein, ob als Vater oder als Lehrer. Und ich denke, da muss man sehen, wir brauchen dieses umfassende Bildungsgut, mit dem wir Recht bekommen haben. Heute gibt es niemanden mehr im Landtag, der die berufliche Bildung in Frage stellt. Heute gibt es niemanden mehr, der im Ganzen die gegliederte Schule in Frage stellt. Man schreitet dann noch mehr ans Gymnasium oder weniger ans Gymnasium. Ich gehöre zu denen, die sagen, Qualität vor Quantität, weil wir dringend alle Bereiche brauchen. Aber da haben wir insgesamt uns verbessert. Die Frage ist, wie lange das hält. Ich denke aber, dass wir als Deutsche im Ausland, das wissen Sie besser als ich, unseren großen und guten Ruf für Pünktlichkeit, Verlässlichkeit, Innovationsfreudigkeit von dem haben, was wir als Bildungsgut eingeimpft bekommen haben und dargestellt haben.
Und das dürfen wir nicht verspielen. Jetzt lassen Sie uns auch mal drüber reden, wenn Sie heute mal schauen. Derzeit München hat ca. 4.000 Baustellen. Der Handwerksberuf boomt. Also Sie kriegen heute, wenn Sie irgendwie, sagen wir mal, Wasserleiter, Sie kriegen auf die Schnelle keinen Handwerker. Wie sehen Sie denn das als ehemaliger, wirklich, Sie waren einer der großen Bildungsminister. Wie sehen Sie denn jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt in meiner Familie einen Enkel, der könnte also studieren, aber der will nicht studieren. Der sagt, ich will jetzt irgendwie Verkäufer werden, ja. Die Mutter sagt, ja, dann wirst du Verkäufer, aber wahrscheinlich würde sie sich freuen, wenn er studieren würde. Aber nicht jeder sollte doch studieren, selbst wenn er mal gute Noten hat, sondern es gibt ja auch noch so viel im Leben, wo man wirklich andere Dinge, wo man Gutes aus seinem Leben machen kann beruflich. Immerhin nennen Sie eine Mutter, die das hinnimmt, dass der Sohn nicht studiert. Schuld daran, in Anführungszeichen, sind die ehrgeizigen Eltern, die meinen, ihr einziger Prinz muss studiert haben, was auch immer. Und ich wüsste genug zu nennen an Beispielen, die eine Firma aufgegeben haben oder einen Verkaufsbereich erfolgreich, nur weil sie dann Soziologie studieren können, als Beispiel. Und ich denke, zweitens ist die Politik schuld. Ein gebildeter Mensch ist man erst mit Abitur. Ein absoluter Blödsinn. Ja, das ist ein Weg der Ausweisung dessen, dass wir die Menschen brauchen, aber wir brauchen die Vielfalt. Lieber Professor Schnöder, Hauptschüler und so weit gebracht. Aber da haben Sie mir auch einen riesigen Schubser gegeben. Aber, laufen mussten Sie selber. Ja, Sepp, aber Sie haben gesagt, jetzt hören Sie mal auf mit Ihrer Volksschule. Sie haben die Schule des Lebens und daraus ist ja auch diese Akademie entstanden, Herr Professor Zehmer. Und dann irgendwie nach so vielen Jahren plötzlich bekommt man als nicht Akademiker oder als Nicht-Abiturient bekommt man die Professur. Also es war für mich, ich habe bei der Übergabe der Professur jetzt in Vietnam, habe ich an Sie gedacht und habe wirklich innerlich Ihnen von Herzen gedankt. Das sind so Dinge, wie wichtig ist es denn, dass man auch gute Vorbilder hat im Leben? Ich denke, ich habe bewusst als Akademiker mit den Honorationen, mit denen ich verkehrte, immer wieder deutlich gemacht, dass die berufliche Bildung unverzichtbar ist. Ich habe auch zu denen gehört, die rechtzeitig ermuntert haben, die Firmen, vor allem auch die Größeren, auszubilden, junge Leute auszubilden. Denn dass sie die Handwerker ausbilden lassen und die mittelständischen Betriebe und ihnen dann die Besten wegnehmen in den großen Konzernen, das ist nicht die volle Erfüllung der Pflicht. Und ich denke auf Ihre Frage, gerade ich wollte glaubhaft darstellen, als einer von 6 Kindern, der als einziger studiert hat. Sie kamen aus einer Bauernhoffamilie? Ja, aus einer Wagner-Familie und Landwirtschaft. Bauer durfte nicht sagen, weil es nicht so groß war. Aber das war mir und ist mir so wichtig, dass wir diese Vielfalt der Begabungen, der Leistungsmöglichkeiten und Fähigkeiten optimal einsetzen, mit den zu bietenden Chancen. Verwirklichen muss jeder selber. Ob als Straßenpfleger und Kehrer oder als Professor, das ist dann nur die Frage des Standards. Jetzt sind Sie ja ein Meister der Sprache. Sie haben Philologie studiert, Sie sind sprachlich, also ich könnte Ihnen Stunden zuhören. Bis jetzt haben Sie auch noch keine Ehe gesagt. Aber wie wichtig ist denn auch im Leben eine gute Rhetorik? Und wo lernt man denn das? Ich meine, Rhetorik, man fühlt sich ja auch, man hat einen Speicher an Wissen in sich und man muss es ja in Worte finden oder Worte bauen. Sie haben selber die Antwort gegeben. Zuerst brauche ich ein fundiertes Wissen, auf dem ich aufbauen kann, das mir Sicherheit gibt. Und dann muss ich zu meiner Entwicklung stehen und die Sprache pflegen, viel lesen und danach vortragen. Und ich denke, ich habe versucht, diese Begabung, es ist ein Stück Begabung, muss man ehrlich auch zugeben, andere haben andere Begabungen, andere tun mehr und ich rede dann mehr. Aber es muss halt deutlich sein, das Wichtigere ist, was man als Persönlichkeit selber tut und einbringt und nicht nur, was man sagt. Denn beides habe ich immer gewollt. Ich habe versucht, es schmackhaft zu machen, deutlich zu formulieren, aber gleichzeitig auch das zu tun, was ich in Aussicht gestellt habe.
Und in etwa ist mir das gelungen. Jetzt, wenn Sie auf Ihr wirklich reichliches Leben draufschauen, was war so Ihr Erfolgsrezept? Also als erstes habe ich dem lateinischen Spruch gefrönt, nulla dies sine linea. Was heißt das? Kein Tag ohne eine Zeile gemacht zu haben, sondern immer am Abend sagen können, du hast das gemacht. Ja. Wobei mir einem armen Menschen als Landrat zu helfen, dass er zum Baurecht kam, genauso wichtig war wie das neue Museum in Nürnberg. Das Sie auch gemacht haben. Ja. Und zum Zweiten, ich habe immer gesagt, nicht nur versprechen, sondern auch tun. Meine Bilanz sah so aus, dass ich im Grunde mehr gemacht habe, als ich vorangekündigt habe. Weil ich gesagt habe, zuerst das Ganze fertig machen. Ein Kentner Gano, ein Sir Peter Jonas, ein Dieter Dorn, da habe ich nichts in die Zeitung kommen lassen und die Medien mit Verlaub gesagt, sondern zuerst musste ich dieses fragile Gefüge sicher machen, stabil machen und dann habe ich gesagt, Zubimeta kommt zu uns. Und als Stöber gefragt hat, was kostet denn der, habe ich gesagt, weniger als der Ersatztorhüter vom FC Bayern. Wobei das Gehalt schon auch richtig war. Dann war das geritzt und es war richtig. Ja. Und wie Sie, ich weiß das ja wunderbar, wie Sie das damals hingekriegt haben mit der neuen Pinakothek. Sagen Sie doch da mal was dazu. Also das war ja so mal nicht, das konnte man ja nicht von der Staatskasse aus der Portokasse bezahlen, sondern Sie haben einfach den Ministerpräsident sehr taktisch gut überzeugt. Wo ein Wille, da ein Weg. Und in der Zeit, in der wir nicht die Ressourcen des Geldes hatte, wie jetzt, wo Gefahr ist, dass wir zu viel Geld hinauswerfen, obwohl wir viel haben, sondern wir müssen mehr sparen, um für die schwierigen Zeiten antizyklisch zulegen zu können. Aber das nur am Rande, wenn auch wichtig. Ich habe damals die Regierungserklärung vom Ministerpräsident Stoiber lesen dürfen, durchschauen dürfen und da stand, dass die Museen, die Pinakothek der Moderne, die in Nürnberg, das neue Museum, zwar wünschenswert sind, aber nicht notwendig und daher aufgrund der Finanzlage zurückgestellt werden müssen. Dann habe ich in der Nacht vor der Regierungserklärung erreicht, dass ich einen Kommasatz dazusetzen dürfte, nicht derzeit zurückgestellt werden können, es sei denn, es werden nennenswerte private Mittel aufgetrieben. Das habe ich eingehalten, das hat auch der Finanzminister von Waldenfels akzeptiert und wir haben es danach realisiert. Das heißt, Sie haben 20% für die Summe wirklich ein... Ich mit all denen wie Ihnen und verschiedenen anderen. Ja. Aber es muss ja ein Leader da sein, damit man so etwas auf den Weg bringt. Und in dem Maße, in dem die Menschen, die interessierten Menschen, gemerkt haben, der Chef will das auch, der propagiert nicht nur aller politischen Stil, den man nicht mag und den ich auch nicht mag, sondern der geht voran, dann haben sie auch mitgemacht. Und das ist für mich unvergesslich, weil es, wie gesagt, in schwieriger Zeit eine ganz wichtige Entscheidung zumal war, weil er dort schon wenige Wochen später der Bau beginnt für die Fakultät Maschinenwesen der TU München und der Biologie und Gentechnik der Universität München anstand und dann wäre das unwiederbringlich verloren gegangen. Und ich wollte ein Museumsviertel haben und das war ja wohl auch richtig. Herr Minister, lassen Sie uns noch mal zu den Universitäten hier in Bayern kommen. Also wir haben ja zwei wunderbare, die LMU, die TU, die trägt ja auch in gewisser Weise Ihre Handschrift nach wie vor. Sind Sie stolz auf die Universitätslandschaften hier in Bayern? Ich antworte folgendermaßen, das wird Sie vielleicht überraschen. Die Flaggschiffe in München sind ein Stück stolz. Aber dank der Qualität der Professorinnen und Professoren und der qualifizierten
Leitung in beiden Häusern über Jahrzehnte, wie ich sie mitverfolgen durfte. Dass ich dabei unterstützen konnte und wollte, lag daran, dass ich überzeugt war und bin, dass wir immer wieder Spitzenleistungen bringen müssen. Die Deutschen dürfen sich nicht damit abfinden, dass sie Mittelmaß sind. Wir haben keine Ressourcen außer den Ressourcen des Geistes. Und die müssen wir optimal einsetzen. Und deswegen, meine vorherige Anmerkung, Sie werden sich überrascht sehen, war mir so wichtig, dass ich 8 neue Fachhochschulen gründen half. Weil ich wollte, dass dieser größte Flächenstaat Deutschlands, der Freistaat Bayern, in jeder Planungsregion eine Hochschule hat. Und Beispiel Amberg-Weiden als Doppelstandort. Heute studieren eben die jungen Leute in einem nennenswerten Umfang dort und 80% der in dem Bereich Wirtschaft und Technik angemeldeten Bedürfe werden in den Fachhochschulen inzwischen nachgefragt und auch ausgebildet. Sodass ich sagen muss, wir brauchen die Flaggschiffe, die vorangehen. Wir brauchen ein Passau und ein Augsburg und was auch immer, Würzburg. Aber wir brauchen auch diese stärker praxisbezogenen Hochschulen für angewandte Wissenschaften, wie wir sie heute zu Recht auch nennen. Jetzt lassen Sie uns doch noch, wir sind schon wieder fast am Ende unserer Sendung. Man kann Ihnen wirklich so wunderbar zuhören, da kommt der Geist richtig rüber. Lassen Sie uns noch mal kurz zum Thema Werte kommen. Wie haben sich denn aus Ihrer Sicht die Werte in Politik und vor allen Dingen die Werte der Kirchen verändert? Ob sie sich verändert haben, das verbindet dann die Frage damit, wie und warum. Und wenn es immer heißt, die Zeiten ändern sich, von selbst tun sie es trotzdem nicht, sondern die Menschen sind verursachend. Und da ist die Frage des Wie. Die Kirche hat nicht den Bekennermut gezeigt, immer, der notwendig ist, und hat sich in so vieles eingemischt. Auch in politische Dinge zum Teil. Ja, genau. Nehmen Sie mal, also ich nenne jetzt bewusst nicht eine bestimmte Kirche, aber man weiß, was ich meine. So zu meinen, man sei die bessere politische Institution, das ist man nicht. Sondern wenn man den Anspruch auf das Evangelium beibehalten will, dann muss man das tun. Das Zweite ist, insgesamt sind die Menschen mit der technischen Möglichkeit, mit den Kontaktfähigkeiten und Möglichkeiten nicht mehr so vereinstreu wie früher. Das spüren Vereine und Verbände, das spüren politische Parteien, das spürt ganz besonders die Kirche mit dem Bindungscharakter. Ich denke, gleichwohl brauchen wir das Wertebewusstsein mehr denn je, aber nicht nur in der Theorie, sondern auch im Tun. Im Vorleben auch. Im Vorleben, ja. Ganz genau. Und ich denke, dass es notwendig ist, dass hier, am Anfang sprachen wir über politische Klasse, das gehört zur politischen Klasse. Ja? Wenn ich nur Kritikaster bin, wieso wählen Sie auf Dauer einen, der nur kritisiert? Das ist schon schlimm genug, dass viele Eltern den Fehler machen, ihre Kinder nie zu loben, sondern wenn, dann zu tadeln. Jeder Mensch braucht auch Lob. Ob auf der Bühne, ob in der Schule als Lernender oder als Lehrender, ob als Hochschullehrer. Jeder Mensch braucht die Anerkennung, die er verdient. Und das ist der Ansporn. Und letztlich lautet also meine Antwort auf Ihre Frage, wie? Wir müssen es tun. Ja. Verba docent, exempla trahunt. Beim Lateiner wissen Sie, dass es kommen muss. Die Worte belehren. Vorbilder reißen mit. Oder wie es für Engländer heißt, he who does it, can it, does it. Who cannot, teaches about it. Ja, ja, ja. Jetzt zum Thema Lob. Ich meine, wenn man sich mal anschaut, was die Große Koalition wirklich alles jetzt wirklich toll gemacht hat, aber es fehlt einfach der Applaus, es fehlt das Lob der Bevölkerung. An was liegt das? Aber warum fehlt es? Weil die selber keine Symphonie ausstrahlen. Ja, sie verkaufen sich schlecht. Weil sie im Grunde das nur bringen und die Medien wollen lieber Bad News, auch Good News, das bringen, wo es noch Dissens gibt. Demokratie verlangt immer eine Auseinandersetzung, einen Dialog. Und es müsste viel deutlicher werden, im Sinne des Dialeges,
dass der Verstand dahinter steht, dass sich beide Seiten was gedacht haben. Ja? Die einen, die es gut meinen mit der Grundrente, die anderen, die sagen, das muss erst finanziert werden. Und da muss ich abwägen, wohin ich gehe und woher ich mein Geld selber auch bekomme oder generiere. Also ich denke, die Politik muss insgesamt wieder mehr auf sich geben und nicht nur sich gegenseitig in den Pott werfen. Jetzt sind Sie ja, wir kennen uns schon so viele, viele wunderbare Jahre, jetzt sind Sie ja so ein Politiker, ich sage es nicht der alten Schule, aber Sie sind ein menschlicher Politiker. Sie sind emotional, Sie können auch mal lachen, Sie können einfach mal auch ein verstecktes Kompliment machen oder Sie können loben. Wir hatten das schon. Dieses Emotionale, das fehlt doch irgendwo bei unseren Politikern. Also wo man mal wirklich sagt, der ist sympathisch. Das Emotionale kommt ja vom Wort Mens, ja. Verstand und Gesinnung. Da muss ich eine entsprechende Einstellung haben. Und ich bin im Grunde ein konservativer Mensch, der Werte hochhält und versucht auch zu leben, aber auch ein liberaler Mensch. Leben und leben lassen nach bayerischer Art. Und so glaube ich, dass auch die von Ihnen, danke dafür, apostrophierte Freizügigkeit in Komplimenten und Ähnlichem mir nicht schwerfällt. Ja. Ich werde nie sagen, dass einer gar nichts weiß. Ich habe mal einem Abgeordneten gesagt, als er mich da angeschossen hat, Herr Kollege, so dumm können Sie gar nicht sein, wie Sie heute dahergeredet haben. Das war also mein schärfstes Florett überhaupt. Der ist ein guter Freund später geworden. Ja, ja. Er hat gesagt, hat recht hast du gehabt. Ja. Man muss nachher mit ihm wieder ein Bierchen trinken können. Und so versuche ich es. Jean-Paul Sartre hat gesagt, ich werde deinen Unsinn immer bekämpfen, aber ich werde immer dafür eintreten, dass du den Unsinn sagen kannst. Jetzt, Herr Professor Zehlmeier, die Herzlichkeit, Sie sprachen es schon an, Bildung. Wie kann man denn Herzensbildung beschreiben? Was muss da stattfinden? Mit dem Herzen sieht man ja besonders gut. Bildung heißt ja, dass man etwas weitergibt. Das Bild, das man von Menschen hat und das man selbst versucht zu sein, weiterzugeben. Orientierungshilfe zu leisten. Das ist Erziehung. Ich habe mal zu einem Lehrerverbandspräsidenten, der gesagt hat, Herr Minister, wir brauchen Professionalität. Da habe ich gesagt, nein, wir brauchen Herz. Okay. Ich habe gesagt, ich brauche Lehrer mit Herz. Schön. Das andere bringen wir Ihnen im Studium bei. Ja. Außer Sie sind nicht dafür zu haben, dann sollen Sie auch nicht Lehrer werden. Aber Pädagoge, das heißt, ich muss ihm Führungsfähigkeit und Führungsbereitschaft anbieten und er muss sie selber dann vorleben. Seiner Familie, im öffentlichen Leben, im schulischen Wirken und so insgesamt in seiner Verantwortung als Pädagoge, als Führungspersönlichkeit für die Kinder. Zum Schluss möchte ich Ihnen noch eine Frage stellen. Sie als ehemaliger Lehrer, aber natürlich auch, Sie waren für alle Lehrer hier in Bayern zuständig. Der Beruf Lehrer ist ja ein heute immer schwieriger Beruf, weil zum Teil eben Erziehungsmaßnahmen kommen können. Die Kinder googeln sich an, die sagen, ja, was Sie davon erzählen, das stimmt ja nicht, ich habe jetzt gerade und so weiter. Wie wichtig ist denn auch, dass man diesen Beruf der Lehrerin, leider gibt es ja weniger Lehrer, es gibt sehr viele Lehrerinnen, aber wie wichtig ist es, dass dieser Beruf auch mal ein Upgrade empfängt, dass der einfach mal mehr geschützter wird, dass er mehr Anerkennung erfährt, denn so ein Lehrer, der hat so viel Freizeit und so weiter, ja von wegen. Ja. Also die PISA-Studie hat gebracht, dass die Lehrer in Finnland die angesehenste Gesellschaftscrew sind überhaupt. Und bei uns können wir zu denen mit den Politikern mit den wenigsten anziehen. Das ist auf dem Weg der Besserung. Und das Upgrading, das Sie angesprochen haben, jetzt wage ich einmal eine gewisse Prognose, wird kommen. Es wird kommen müssen im Bereich der Mittelschule und Privatschule, weil die Grundschullehrerinnen, die Frauen, haben wir beide nicht etwa als negativ gemeint, sondern so wie wir beide der Meinung sind, dass in anderen Berufen zu wenig Frauen sind, bräuchten wir bei den pädagogischen, vor allem den Grundschulbereich, ein bisschen mehr Ausgleich, auch durch Männer. Das sagen mir auch Pädagoginnen, meine eigene Tochter, die Lehrerin ist. Lieber Professor Zehlmeier,
Vielen herzlichen Dank für dieses, war meine Ehre. Für dieses geistige Frühstück. Und ich freue mich, wenn wir uns bald wieder unterhalten, wieder ein schönes Gespräch führen. Liebe Zuschauer, das war's mit Professor Hans Thebmer, ja, einer der großen Menschen in unserem schönen Bayern mit viel Herz, mit viel Geist und mit viel Menschlichkeit. Wir sehen uns wieder beim nächsten Le Schön Talk. Bis dahin noch eine schöne Zeit.